So was Wildes. Was für ein schöner Abend. Ist ganz so entspannt, oder? Ich finde gerade nach dem Trailer ist doch eigentlich alles richtig entspannt. Ja, also eigentlich. Ja, das Leben im Vergleich ist easy. Gut gesagt. Im Vergleich zu dem, was auch immer da kommen mag. Ah, hallo! Genau, das wird kommen. Moin. Wunderschönen guten Abend euch. Ah und moin. Ja, ja, haut mal eure ersten Reactions raus nach dem Trailer. I'm gonna die! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, wunderschön, dass ihr da seid. Ja, sowas, ja, ich weiß noch gar nicht, wo man da anfangen soll, ehrlich gesagt. Ich habe die gleichen Emotionen wie ihr. Hallo! Ja, hallo! Exakt die gleichen, ja. Oder? Also ich glaube, man sagt einfach nur A. Oh, und der neue Kanalbanner wurde schon begutachtet und entdeckt. Oh, wurde Jürgen. Schon? Sehr ja, gut. Jasmin hat da was gezaubert. Ja. Ist das nicht schön? Ich würde gern mal echt euch umschauen, ist überall was Neues zu entdecken. Ja, und es wird immer Stück für Stück werden Dinge das passieren. Das ist schon crazy gut, ja. Also es bleibt spannend. Ja, wir sind gut am. Ich muss jetzt hier mal kurz schieben. Hier sehe ich einfach euch. Ja, wir sehen immer nur einen. So ja, ganz genau. Kurz. So, so wie es gerade ist, sehen wir mal einen Kommentar. Ja, das war gerade irgendwie nicht ganz so, wie ich das. Das war nicht ganz so, wie ich das geplant hatte. Ja, das hier kann ich auf jeden Fall mal schon klein machen. Ja, super cool, dass ihr mit dabei seid. Wenn wir uns jetzt heute mal ein bisschen über den Trailer unterhalten und das, was da auf uns zukommt, wir müssen natürlich wieder so ein bisschen aufpassen. Aber man hat jetzt ja zum ersten Mal was gesehen. Mhm. Von der neuen Staffel, ja. Darf ich bei euch links posten? Geht das? Mach mal bitte. Ich hab's mal probiert. Vielleicht geht das durch. Alle, die hier reinwandern und den Trailer noch nicht gesehen haben, dauert nicht lang. Schaut den nochmal schnell an. Ah ja, ich sehe aber gerade. Du bist Sternchen. Das ist ja wirklich schade. Leider wurde ich hier wegmoderiert. Wegmoderiert. Das ist auch wirklich frech, ne? Also wurde Alex einfach wegmoderiert. Hat der hier jetzt funktioniert? Ja, wahrscheinlich. Okay. Der funktioniert fantastisch, ja. Wir kriegen das noch hin, Alex. Ja. Alles zu seiner Zeit. Alles gesagt, es verändern sich langsam die Dinge. Ja. Also wir sind noch ein bisschen hier. Der Trailer geht nicht lange. Ihr verpasst nichts, wenn ihr da nochmal schnell drauf drückt. Ja. Wir können ihn auch dann kommt ihr gleich wieder her. Frame für Frame gemeinsam. Genau, bestimmt nochmal gemeinsam auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ein Trailer. Ja. Da würde ich sagen, den muss man auch mal ohne andere äußere Einflüsse vielleicht nochmal und Kopfhörer empfehle ich. Einfach nochmal durchschauen. Alles wird da passieren, gemacht. Also, ach, da passieren Dinge, Leute. Ja, kommt, haben wir uns von der Night Off abgeschaut. Tatsächlich, nee, ne? Ich muss gerade überlegen, von der Reihenfolge, nee. Geht gar nicht. Ich glaube, das existierte dann zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wann haben wir gedreht? Ich bin gerade selber wieder verwirrt. Aber so ein bisschen, du hast es doch schon gelesen, oder? Bin ich gerade? Nee. Doch. Also wir sind ja hier, um so ein bisschen über die Dreharbeiten und alles, was euch interessiert, zu reden. Wäre gut, wenn wir wüssten, wann wir gedreht haben. Aufrollen, was so passiert ist im letzten Jahr. Jetzt muss ich kurz einmal sagen, Lou, sehr, sehr gut. Einmal mit Augen zu angeschaut, fies. Richtig, kann ich euch nur empfehlen. Das ist mutig. Ja, aber man kann tatsächlich Dinge auf der Soundebene entdecken, die vielleicht auch gar alles nicht schon so auflösen. Unrelevant sind. Naja, jetzt muss ich auch also spart euch das Schauen der Staffel, guckt mit Augen zu den Trailer. dann wisst ihr alles. Auch gerade den, ich wollte gerade sagen, jetzt mal Butter bei den Fische, wie viele Taschentücher habt ihr beim Dreh verbraucht? Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Taschentücher gebraucht habe. Es war auch das eine, also ich musste auch mal ganz kurz unterbrechen beim Spielen und musste ganz kurz, ich muss mich fixen, dann können wir weiter spielen. Aber es war einmal, Spoiler, vielleicht wird öfter geweint, aber einmal und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel ich spoilern soll, aber vielleicht weinen, wir wissen ja schon, dass andere Menschen auch weinen. Ich glaube, wir wissen, dass andere Menschen weinen. Ich weine. Benötigt. Also faktisch irgendjemand weint, der keiner von euch Spielenden am Tisch ist. Irgendein Charakter probably weint. Ja.
Ja, man kann so ein Bingo machen. Wer? Ja, also könnt ihr ja gerne mal überlegen. Abschließen. Wer wird alles weinen? Der Flüssigkeitshaushalt war auf jeden Fall noch challenging bei der ganzen Drehgeschichte. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe so angefangen, diesen Trailer zu bearbeiten. Nora und Alex haben den ja auch in Zwischenschritten gesehen. Und wir haben sehr, sehr viel darüber geredet, wie... ja, irgendwie ist deprimierend, sorry. Ja, aber irgendwie, ich meine, natürlich, also jetzt keine Wassermarsch Angst. Halt. Wassermarsch. Dankeschön. Es sind auch lustige Momente drin. Oh, Alex, sehr gut. Ja. Aber... ich finde schon, es wäre ein bisschen Clickbait, wenn man jetzt wirklich nur die lustigsten Szenen aus der Staffel genommen hätte und gesagt hätte, hey, yo, darauf könnt ihr euch einstellen. Das wäre hardcore fies gewesen. Weil ich meine, ihr wisst ja, wie wir aufgehört haben bei Staffel 2. Natürlich wird die erste Folge auf jeden Fall nicht mit großen Witzen starten. Das wäre echt fies, wenn man dann so einen Comedy-Trailer macht und dann kriegt ihr die erste Folge, denkt so, ihr seid jetzt von der Mut her richtig gesettet und dann wird so bam. Also das tun wir euch ja nicht an. Also deswegen lieber jetzt schon alles klar. So. Jetzt schon so gleich mal dieses. Ja, ne? Ja, noch 14 Tage warten. Aber dann gibt's ja noch die Pre-Show, eine Zusammenfassung und gute Sachen und gute Angst vielleicht, die sich aufbaut. Man hätte wenigstens noch einen Witz reinbringen können. Ja. Zum Schluss noch. Düdü. Ja, und tatsächlich, wir haben den 24. Februar herum gedreht. Also ja, da existiert das A Night Of Projekt schon. Tatsächlich? Ja. Wieso ja. Ja, das war alles so wild so beieinander. Ja, wir haben das Set weggeräumt von A Night Of und da haben, wie konnte ich das vergessen? Irgendwie dachte ich, das wäre der zweite Teil von Adas Staffel 3 gewesen, aber es war der erste Teil schon. Ja. Ja, es waren beide. Ja, beide waren danach. Ja, ja. Aber da können wir natürlich einhaken. Ja, die Staffel ist in zwei Abständen gedreht worden. Wir haben nicht wie sonst immer eine Staffel in einem Stück gedreht, sondern diesmal gesplittet und haben erst ein verlängertes Wochenende, die erste Hälfte gedreht und dann einige Monate später. Ja. Ich glaube, das passt. Den zweiten Teil. Ja. Und das ist... also da will ich tatsächlich auch noch ganz viel drüber reden, weil das ist spannend. Das ist eine spannende Debatte bei uns im Team immer gewesen, was wir einfach lieber mögen. Weil man hat dann natürlich so ein paar Sachen, die man da gegeneinander aufwiegen kann. Man könnte es einmal aufbauen und sich viel Arbeit sparen, anstatt das zweimal zu machen. Aber dann braucht man immer viel, viel mehr Zeit am Stück und das ist viel intensiver und anstrengender. Und das andere so Charakterding ist, man fällt aber natürlich auch irgendwann in seine Rolle rein, und ist ultra immersed und geht nur noch morgens frühstücken und geht dann D&D spielen. Und das ist alles so ein bisschen ein Zerter gewesen. Haben wir vorher nie gemacht. Ja, es war first time. Das war, also, ich meine, es ist halt dadurch, ich meine, wir haben ja angefangen damals als Studenten. Also vor allem, also man hat ja immer das Gefühl, boah, ich habe ja so viel zu tun, aber rückblickend. Das war nichts. Das war nichts im Vergleich. Ich meine schon, also, ja, also es ist trotzdem generell irgendwie im Leben so, gefühlt hat man immer irgendwas zu tun. Es gibt eigentlich nie irgendwie nichts, was man, keine Ahnung, aber trotzdem, ja, im Vergleich. Und deswegen konnten wir halt damals ohne Probleme mal sagen, ey, yo, lass mal eine Woche drehen. Und jetzt ist es so, dass Leute auch arbeiten. Und ein Leben haben. Was ist das für ein Konzept eigentlich? Das ist nur Bild. Und ja, deswegen haben wir das mal so versucht. Und bei Adast auch das allerneueste Mal. Das allerneueste Mal. Allerneueste? Haben wir das auch so arrangieren können, dass Jasmin vor Ort war und live Zeichnungen anfertigen konnte. Und uns auch live als Referenzmodels benutzen konnte. Vielleicht meine Lieblingsproduktionsentscheidung. Das war, also das war crazy cool. Ja, das war, also das war wirklich, das war mega, 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 mega cool. Also. Oh, da hier, sorry, wir können da gleich weiterreden. Ja. Wie schlimm war denn der Cliffhanger bei dem Splitten? Welcher Teil ist trauriger? Also da können wir leider dazu nichts sagen, weil das zu sehr Dinge... Also sagen wir so, beide sind dramatisch.
So, da lässt sich leider nichts. Ja, das nimmt sich nicht viel. Nee. Ja, die Staffel ist. Also das, was in der Trailer-Beschreibung steht, mit man muss seine Taschentücher bereithalten. Ja, ist einfach generell einfach ein guter Begleiter, sollte man einfach immer. Ja, legt sie euch einfach immer mit dazu. Ja. Niemals. Und dann schauen wir einfach mal, was wird. So, kann ja alles passieren. Zu der Frage, wie schlimm war denn der Cliffhanger bei dem Splitten? Ja, also ich habe echt das Gefühl, dass insgesamt über die Zeit die Cliffhanger allgemein immer krasser bei uns geworden sind. Und insgesamt kann man halt nur sagen, es kann halt, also es ist halt, also nicht so, ja, und dann geht ihr um die Kurve und was als nächstes passiert, oh no. Also so war es leider nicht. Es war schon auch so, dass man sich dachte, nein, nein, und dann, ja. Doch habe ich das Gefühl, ich glaube, so viel dürfen wir sagen, die zwei Blöcke funktionieren irgendwie in ihre Einzelheit. Also die erzählen einfach eine Geschichte für sich und es hätte eine Staffel sein können. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir zwei davon. Also ja, wir sind so wie in, ich bin voll bei dir, Alex, wir sind so wie in einzelnen Kapiteln. Ja, Kapitel ist das so, richtige Wort. Wenn ja, du in ein Buch umschlägst zum nächsten Kapitel, so ein bisschen so. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also das macht, wie soll ich sagen, der Cliffhanger ist nicht. Also der jetzt ist brutaler. Ja, ja, ja. Also der, also sorry, das, was ihr jetzt aushaltet gerade, das ist sehr, sehr weit oben. Wir können natürlich nicht und wollen auch nicht versprechen, dass es nicht nochmal schlimmer werden könnte. Aber ja. Das, also ihr seid schon hier. Ja. Das ist okay. Das ist okay, wenn euch das fest. Das ist schon lächerlich. Dass die Leute im Fallen sind, ist, also das ist absurd. Ja, das war schon wirklich frech. Da muss ich schon wirklich sagen, da. Das tut mir bis heute weh und bis heute leid. Und es ist auch wirklich was Aber es hat sich wirklich in dem Moment richtig angefühlt. Ja, aber es war ja einfach. Also, ja, es gehörte schon dahin. Also, ja. Also für mich ist es wirklich der krasseste Cliffhanger ever gewesen. Und da hat mich so viel beschäftigt. Und wirklich, wir haben ja eine Staffelpause gehabt, ne? Die war schon recht vorhanden. Ja, aber also wir haben ja zitternd angefangen zu spielen. Ja. Und vor allem. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Wir haben, also es. Keine Ahnung, wir sind ja immer so mit Vorbereitung irgendwie beschäftigt, dass man das lange verdrängen kann, in die Rollen einzutauchen. Also wenn man möchte, kann man das extrem spät machen. Ich mache das gerne, weil ich mich immer super gern so 100% auf eine Sache konzentriere und solange dann nicht alles technisch irgendwie steht, bin ich noch nicht im Charakter. Und dann kommt deswegen bei mir immer erst sehr, sehr spät. Aber wer möchte, kann das jahrelang schon irgendwie thematisieren bei sich und das ist so. Oh. Keiner von uns, also wir hatten bis kurz davor noch immer keine Ideen, die vernünftig sind. Also das war wirklich, also ich weiß noch so, bei anderen Cliffhangern war ich immer so, ja, ich kann mich auf verschiedene Eventualitäten vorbereiten. Aber da war das so, I don't know, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ich bin so oft, irgendwie auch wenn ich eigentlich schlafen wollte, war ich so, oh nein, stopp, wie mache ich das? Was ist mit dem? Und auch so, wo ich mir mehr Gedanken machen konnte dann, war halt auch so, was kurz danach passieren könnte. Weil da war ich so, ich weiß nicht, wie wir das schaffen, falls der und der fällt oder diese Person. Also, keine Ahnung, so Kleinigkeiten habe ich mir schon gedacht, oh, okay, so und das und wie gehe ich mit den verschiedenen Charakteren um. Aber insgesamt, ey, es ist wirklich über all die Zeit, wo wir die Staffelpause hatten, es hat mich nicht losgelassen. Ich war immer wieder so invested und so drinnen und so bewegt und mein Herz ist wirklich. Auch so, keine Ahnung, wenn es, egal wie weit weg dieser Cliffhanger war, er hat mich immer wieder genauso intensiv eingeholt. Das war so, ja. You're welcome. Ja, das versucht unschuldige Grinsen da drüben, das sehe ich. Ich versuch's. Ich habe aber, das kann ich dazu sagen, wie du so schön gesagt hast, Alex, ich habe genauso gezittert, weil das wirkliche Problem auch in der Spielleitung sind halt die Würfel. Muss man ganz klar sagen. Also ich meine, sie sind ja toll und sie gehören dazu und sie machen das ja aus, dass wir ja, so ein bisschen Schicksal, Zufall. Dass da halt einfach dieses Würfelschicksal mitspielt. Und ich kann noch so sehr hoffen oder glauben oder meinen,
auch in der Spielleitung, dass gewisse Sachen so passieren könnten. Also ich meine, es ist ja auch immer nur, ne? Man bereitet sich ja auch auf alle möglichen Sachen vor. Aber man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Und auch ich habe super gezittert. Und also diese Einleitung in diese Folge. Oh, ja, also es kommt gerade alles wieder zurück. Ich wollte eigentlich immer nicht, dass du aufhörst zu reden. Ich war so, ja, beschreib uns doch weiter. Wie ist die Szenerie? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch den Mood-Text so gefühlt und war sehr, ja, also alles, woran ich mich klammern konnte, war dieser Text. Es wäre okay für mich gewesen, hätte die Erzählerstimme meine nächsten Entscheidungen auch noch miterzählt. Also ja. So... auch noch übernommen, wenn ein bisschen der Druck wegfällt, wie man jetzt reagiert. Hatte noch irgendwie sowas. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich müsste nochmal diese Staffel, ich moderiere eigentlich ja sehr high intense an. Ich, so dieses Hallo, weil das sehr, also das fühle ich. Ich habe diese Staffel nicht so anmoderiert. How dare you? Also weil es nicht, es ging nicht. Yeah. Es ist alles ein bisschen mehr so... auf einem anderen... Wir haben uns zum Ende hin auch crazy hochgeschaukelt. Also das hat ja... Ja. Als dann irgendwann klar war, dass wir bald anfangen, war ja. Ganz gruselig. Ja. Da kam wirklich so ein anderes Herzklopfen dazu. Also immer, wenn wir in den letzten Monaten zwischendurch nochmal darauf hingewiesen haben, Leute, wir brauchen Ideen von euch, schreibt doch mal, was ihr machen würdet. Wir haben es ernst das gemeint. Das war todernst. Das brauchten wir, jede Antwort, jeder kleinste Kommentar von euch, den brauchten wir sehr. Ja, es wurde und auch wirklich... alles aufzunehmen. Ja, also wir haben ganz, ganz viel, alles, was wir kriegen konnten, irgendwie noch gelesen. Ja, wurde alles gelesen, drüber überlegt. Ja. Mit jedem Einzelnen von euch, mit dem ich geredet habe, zwischen den Staffeln, war auch wirklich so, okay, Petra, was habe ich alles dabei? Kann ich? Ja, wir haben viel Hoffnung in das Level abgesteckt. Ja. Weil, muss ja irgendwie möglich sein, dass wir jetzt mal was Nützliches neu lernen. Ja. Also ja. Wir haben ja auch kurz vorher aufgelevelt. Das heißt, wir wussten nicht, also der Zeitraum, wo wir wirklich wussten, was unser Level abgebracht hat, war nicht so lang. Also so grob hatte, ich glaube, Celine hat ja sofort nachgeschaut, ob sie levitatern kann im nächsten Level. Kann sie nicht. Das geschah noch am Tisch von Staffel 2. Ja, das ist sofort passiert. Also so ein bisschen Ahnung hatte man, aber so konkret Ahnung hatten wir doch relativ spät. Ja, dann gab es noch den Trick von Petra, ich habe doch bestimmt noch irgendwo eine Münze versteckt in meinem Beutel. Ja, das haben wir alle versucht, hier noch rauszulocken, dass man ja, wenn man ein bisschen tiefer kramt, da vielleicht noch den richtigen Zauber irgendwie findet, aber ja. Das verliert so ein wenig diese, ich sag jetzt mal, Unschuld von Staffel 1 und 2 und tritt jetzt in eine ganz neue Sphäre ein. Wow, ich zittere immer noch. Ja. Ja, das ist nicht falsch. Das sind Stufen, falls ihr das seht. Also das ist so, ja, ich meine es völlig ernst. Staffel 1 ist so der erste Kontakt mit einer Problemlage und aber alle noch gar keinen Plan. Ja. In Staffel 2, da ist diese erste große Stufe, entscheiden wir uns, dem nachzugehen, da weiter zu investigieren und jetzt ist die nächste Stufe zu, es übersteigt unsere Köpfe. Also es ist so viel drüber und niemand weiß mehr irgendwas und Vertrauen sowieso nicht und wissen schon gar nicht. Aber ich liebe diese Entwicklung von diesen Staffeln einfach und auch ich fühle das auch sehr mit Jaya einfach, weil sie am Anfang irgendwie alles überhaupt nicht ernst nimmt und dann bei Staffel 2 schon so schon bei anderen Personen dann sieht, oh, das hat ja Konsequenzen, zum Beispiel bei ich glaube Talib, dass er einfach die Leute mit den, dass er nicht richtig gut kontrolliert hat, die Händler, die reinkommen. Er hat kontrolliert, genau. Ja, aber halt sich bestechen lassen. So. Aber ja. Und so, da hat Jaya schon so im Kopf so ein bisschen so, okay, vielleicht ist es nicht so gut, was ich so getrieben habe. Ja, und dann kommt Staffel 3. Ja. Aber es ist wirklich, ja, Next Step Escalation. Aber es ist wirklich, ich liebe diese Sphären, in denen sich die einzelnen Staffeln befinden, weil ich es auch großartig finde, so einen kompletten Tag in Staffel 1 zu verbringen und man so, weil wirklich in diesem Tag ist ja auch was passiert, ne? Schon, ne? Und da ist man... und dann da halt mit diesen vielleicht Fremden, was zum Rollen gekommen, was, ja. Aber ich liebe es, wie man halt mit diesen fremden Menschen dann
über diesen Tag dann dementsprechend so lose zusammenwächst, aber schon so, also genau, halt einfach genau wie es da passiert ist, I love it. Und dann halt auf der Reise dann langsam, ja, irgendwie sich eben besser kennenlernt in verschiedenen halt, ja, Szenerien und Situationen. Ja, es ist halt so, wir, die Entscheidung loszureisen haben wir getroffen, bevor wir uns kennengelernt haben. Ja, ja. Das, also das war ja völlig falsch rum. Ja. Irgendwo, aber ging nur so. Und, ja. Ach, das ist cool, ja. Es ist halt so, oh, ich lieb's, weil wir ja auch so, oh, nee, jetzt wirklich, ne? Also wie sich das alles entwickelt hat, an einem Ort jetzt erstmal. Und dann, wie es sich weiterentwickelt hat, an wirklich sehr vielen verschiedenen Orten. Und jeder Ort hat halt, ja, verschiedene Dinge in den Charakteren hervorgebracht und auch in den Konstellationen. Ja, weil und sie sich so anders anfühlen. Ja. Also, jeder Ort hat halt völlig eigenes Gefühl in dieser Welt. Das ja. ist so. Ach, so schön, dass also, du das glaube ich, Alex. Tatsächlich auch vor der Staffel 3. Sorry? Ja, nein, ich freue mich einfach nur, ich höre euch zu. Ich kann ja nicht an so vielen Stellen so viel dazu sagen. Deswegen. Aber du kannst dich freuen, ja. Ja, ja, freuen darfst du. Nee, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß, dass für mich im Kopf Thema zwischen den Staffeln war, ich will alle anderen Orte so unbedingt kennenlernen. Ich war so unfassbar hyped auf Winterrack. Also, ich habe oft gesagt und auch euch immer wieder erzählt, lass mal das mit dem Turm sein und einfach Winterrack angucken. Also, ich wollte diesen ganzen Stress, diesen ganzen Drama. Da ich wollte den Stress auch nicht. Nicht ja, nein, nein, also niemand wollte es, aber ja. Ich wollte es kurz pausieren ja. und sagen, ja, die sind jetzt ein Jahr gefallen, die können auch noch ein bisschen länger fallen. Und wir, also, es ist wir sind in Hinterrag. Das ist verdammt cool. Das war wirklich, wir haben ja wirklich so Mitte, Ende Staffel 1 war das so: Oh mein Gott, wir müssen nach Hinterrag. Staffel 2, wir müssen so schnell es geht nach Hinterrag. Und am Ende Staffel 2 sind wir Hinterrag ja, und so: Wir müssen wie gehen. Schnell ging das wirklich? Ja, also. Wir kommen wirklich durch die Haustür rein und sind so: Oh, tschüss! Ich bin hier falsch. Ihr habt uns nie gesehen. Ah. Ja. Also, ihr habt halt Lu sieht das völlig richtig. Also um Türme, wenn der jetzt noch geläutet hätte, echt Abstand halten. Ja, das ist einfach für Tidion, das weiß er. Ah, oh, ich ja. sehe hier, der neue Merch sieht so schön aus. Ja, hier, du zensierst tatsächlich Ja, den Merch. Ja, ich zensiere den Merch. Das ist ja total Merch schade. Ja, also Staffel 3 steht ganz immer. Ich meine, man sieht es ja auch im Das habe ich im Trailer gesehen. Ah, ja. Sie sind jetzt Teil der dritten Staffel und demnach haben wir auch neuen Merch vorbereitet und es hat auch super, super viel Spaß gemacht, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, was wir da als erstes, also ihr müsst euch das auch vorstellen, das ist auch ein Projekt, das wir jetzt sehr viel mehr verfolgen wollen. Ja, das ist unser erster Merch. Drop an Merch, der uns jetzt vor allem auch in Adastie begleitet, was uns noch so zu eingefallen ist oder was jetzt auch in der Zeit ja. realisierbar war, kann man auch sagen. Ja, kamen die jetzt und ich kann gar nicht so viel dazu sagen, aber ich meine, die zwei Flügel hier, die sind uns ja eigentlich schon bekannt. Ja, ja. Aber es kamen ja schon Vermutungen. Genau, ich führe das einfach mal noch nicht weiter ja. aus. Jetzt nämlich muss ich wieder aufpassen, weil das ja. Vielleicht noch Thema wird. Also vielleicht. Also wenn wir schon dazu Merch machen ja. und es im Trailer vorkommt, vielleicht wird es relevant. Vielleicht kommt das etwa in der Staffel vor. Oh mein Gott, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Also vielleicht kommt es in der letzten Folge von Staffel 3 vor und wir sind so, ach, let's go! Ja. Jetzt muss ich immer noch kurz einmal lesen. Du kannst hier gerne, wir haben hier noch einen Merch. Ja, genau. Hat Nora auch also, dabei. Also ich wollte ihn anziehen, aber er ist leider zerknittert und dann war ich so, nee, das ist schlecht. Ja, den haben wir leider ein bisschen. Also, wir haben das erste Mal doppelseitig bedruckt. Excuse me, so. Ah, ja. Also, wir haben hier einmal. Excuse me, so. Wir müssen den Inhalt anschauen. Seht ihr, was alles da drin ist? Ja. Eine Teekanne mit Fisch drin. Wer will das nicht haben? Also vor allem frischer Fisch aus Rohling. Genau. Und, ja, mit, sogar eine Münze. Sogar. Genau, ja. mit Sparkles-Münzen. Mhm. So, und es hat eine Rückseite. Und da geht's ab. Da ist alles aus der Kanne raus. Ja, das geht einmal durch die Welt. Ne? Und dann Tea Time All Fine. Hier gibt es alles, was man braucht, auch wenn man es nicht braucht. Liebe. Unser Lieblingsshop in Kratos natürlich. Ja. ja. Und, das hat Ida Tea Leaf ganz sicher da auch drin hängen. Ja.
Auf also. Jeden Fall. Oh, das wäre cool, wenn einfach jeder Laden in Krater so seinen eigenen Merch noch dazu hat. Also wollen Sie doch Merch? Das ist ja schon super Meta, weil wir jetzt ja Tea Time All Fine Merch im Before Pixel Shop haben. Mhm, das ist so. Und, Merch-Shop im Shop. Ja, eigentlich haben wir noch die Peanut-Tasche. Das die hat T-Shirt. Aber Hans gleich mit nach Hause genommen. Ja. Das heißt, die haben wir nicht mehr hier. Aber es gibt sie noch im Shop. Ja. Also, wenn ihr Hans oder Schrägstrich Katos Lieblingsshirt, also es gehört jetzt tatsächlich zusammen, dieses Shirt ist nicht bei uns geblieben, nachdem wir das Foto gemacht haben. Er war so, nehme ich mit. Und neulich, als ich ihn gesehen habe, hat er Peanut sehr stolz getragen an seinem Revers. War so, ich habe Peanut jetzt immer dabei. wer also Peanut oder diese Eule, von der man noch nicht weiß, ob man er jetzt natürlich trauen kann oder nicht. Ne? Ja, also, das wird man jetzt rausfinden. Dabei haben möchte, ja. Der kann das jetzt. Ja. Es ist halt einfach auch wieder so cool, dass Staffel 1 und 2 quasi ähnlich enden, was die Eule angeht, aber trotzdem so anders sind, auch in Bezug auf die Eule. Also, I don't know, es ist so, weil einfach die Beziehung zur Eule ganz anders ist. Von Staffel 1 fliegt's weg und wir so, böse, böse, wir schießen sie ab. Zu, nein, verlass mich nicht! Ah! Und kann ich dir trauen? Excuse me. Ja, also. Ja, da. Ähnliche Szene, komplett anderer Impact. Also, und andere Emotions dazu und Gedanken und Verbindungen. Es ist halt. So es ist ja nur eine Eule. Schön. Nee, es ist hier oben ja auch gesagt, die innere Reise. Es ist so schön, ja. Wie die Charaktere sich mit, also in der Welt, also wie das zusammengewachsen ist und wie diese Welt, zumindest ist das immer mein Bestreben, dass die Welt um die Charaktere herum zu jeder Zeit lebt und alles, was sie entscheiden und alles, was sie tun, hat Konsequenzen. Okay. Und wenn sie halt sich für A entscheiden, können sie nicht gleichzeitig B tun. Hm. Ich meine, dann können sie sich noch aufteilen, aber auch rechts das blinken, wird halt. Links abbiegen? Ja, aber also, je nachdem, wie ihr mit halt Charakteren umgeht, je nachdem, wo ihr entscheidet, wo ihr lang geht. Ja, und wie wir halt auch mit den NPCs interagieren, ne? Ja, wird das halt immer wahnsinnig große. Oder vielleicht nicht immer große, aber klar, es verändert halt einfach, wie NPCs zu euch stehen, wie vielleicht auch Städte zu euch stehen. Ach. Wie, ja. Also Hinterrack liebt uns. Genau, Hinterrack würde Kratos auch. Genau, und jetzt kommt, naja, Ellie erledigt den Rest. Ja, die muss alles. Die kommt dann danach und macht lauter so Diplomatiegespräche oder so. Also. Ja, die sorgt schon dafür, dass wir wieder VIP-Gäste auf den nächsten Sternenfest werden. Ja. Ja. Ganz bestimmt. Können wir noch mal kurz hochscrollen, weil ich habe den langen Kommentar mit der inneren Reise nicht. Ja, hier. Ja, den würde ich gerne, glaube ich, vorlesen, weil ich habe den noch nicht fertig lesen können. Ja. Irgendwie kann man diese Reise nicht nur als eine Reise von A nach B, sondern auch als eine innere Reise für jeden einzelnen Charakter ansehen. Ich habe das zum Beispiel schon bei Kato so gemerkt, als er am Beginn von Staffel 2 diese Schuld für den Tod seines Schützlings Benito empfindet. Ach ja, der Benito. Der Priester Benito. Was ist denn dann nur geschehen in Hinterrack? Oder jetzt? Wird es darauf jemals Antworten geben? Keiner weiß es. Oh, ich habe gerade so viele Flashbacks bekommen. Von sehr vielen Charakteren und Szenen. Hilfe. Tayanato, sehr schön. Genau, ja. Der Liedtext von Adast sagt es auch, ja. Der Augenblick kehrt nie zurück. Das wurde ja auch so schön am Schluss von Staffel 2 von. Also als wir dann noch Ellie gesehen haben, so. Darüber könnt ihr tatsächlich reden. Ihr habt ja, das ist ja wirklich. Ich weiß sogar, glaube ich, was du meinst, sorry. Ja, das ist ja sehr, sehr spannend, denn ihr habt zu der Ausstrahlung da draußen etwas gesehen, was auch in dem Augenblick wirklich nur erst die Spielenden am Tisch gesehen haben. Nämlich die Parallelerzählungen, die ich ganz frech hinten noch mit angebastelt habe zur selben Zeit. Von Staffel 2. Also wir reden von der allerletzten Folge. Was hast du gespoilert? Oder confirmed. Was? Also, ja, mei, ist doch klar.
dass die Person am Schluss von Staffel 2, dass das eine blonde Person in Katjas Uniform. Oder? Nee, schon, was hatte sie an? Egal, aber sie hatte was Blaues, das ist Ray-Style. Es könnte diese eine Person sein, ja. Ja, die aussieht wie Ellie. Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich war so, oh nein, die wollte doch nicht spoilern. Aber ja, diese Szene haben wir, ja natürlich, als wir es gespielt haben, kannten wir die alle noch nicht, weil Jasmin die ja später erst gezeichnet hat und ihr das euch erst später so überlegt habt, dass ihr das auch noch da drauf setzt. Wisst ihr, was das auch mit uns macht? Das setzt uns so ein bisschen in ein Boot mit euch im Chat, weil wir jetzt natürlich auch auf die Ausstrahlung von Staffel 3 warten, in der Furcht, dass am Ende davon wieder Bilder kommen, die längst bei uns passiert sind, aber wir nichts davon wussten. Quatsch, als ob sowas passieren könnte, Alex. Mann. Achso, ja, ich dachte, das wäre klar. Ja, also ich kann das an der Stelle bestätigen, Lou. Am Ende von Staffel 2 sieht man Ellie, ja. Also Alethra sieht man da auf dem Bild. Und ich glaube, haben wir nicht auch schon bestätigt gehabt, wer auf den anderen Bildern... Also, ja. Also nicht bei allen, aber bei denen, wo wir es wussten. Naja, aber also bei einem... Ja, ich möchte jetzt gerade nicht also, so viel... Also da glaube ich nicht, hä? Also jetzt, oder? Also es sind ja drei da, wo Bilder. Menschen drauf sind. Oder Personen, sagen wir mal. Oder, na, egal. Wir müssen es vielleicht, ja. Also es gab auf jeden Fall drei Bilder. Über die werden wir auch noch, ja. 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 Ja, schön, guten Abend. Oh, also, ja, hi Baumi, wie geht's? Hey. Und ja, haben wir jetzt eigentlich, ja genau, der Liedtext von, vom Adas-Intro wird immer relevanter. Und ja, genau, eigentlich wollten wir da noch zu, dass das am Schluss nach dem Ellie-Bild... Ja, dass der Ellie-Bild, Augenblick hält nie zurück. Ja, genau, das habe ich, da hab ich schon kombiniert. Ja, das hat mich schon fertig gemacht, danke also dafür. Das kommt ja eigentlich im Liedtext schon vor und ich habe das an das Ende der zweiten Staffel gesetzt. Denn, danke. Ich weiß, am Ende der ersten Staffel... habe ich auch im Nachhinein entschieden dann noch, dass so oder mehr oder weniger, es taucht ja am Ende auf, dass es heißt Prolog. Und irgendwie habe ich auch die erste Staffel immer so ein bisschen so gesehen, so okay, wir lernen Kratos kennen, wir lernen die Charaktere kennen, wir lernen irgendwie eine pulsierende Hauptstadt kennen und zum Ende hin passiert etwas, das vielleicht in seiner Tragweite noch gar nicht so... Ja, das da... Ja. Einzuordnen ist, zumindest Staffel 1, ne? Und wir befinden uns jetzt einfach so, das Ganze geht halt jetzt so ins. Es rollt halt jetzt, ne? Ich habe es immer so ein bisschen damit verglichen, ich habe mich so gefühlt wie unter so einer Lupe. Also wir schauen mit so einer Lupe auf Kratos, sind da negativ drin. Wir haben den ganzen Tag erlebt in einer Staffel, ultra detailliert. Jede so kleinste Entscheidung hat da irgendwie so kleine Auswirkungen in diesem Mikrokosmos. Und dann endet die Staffel und wir nehmen diese Lupe weg und wir sehen die ganze Karte. Und das so, ja, also das Prolog-Ding ist unfassbar treffend. Und das hast du so gut gesagt. Das ist es halt voll. Ja. Wow. So, und jetzt wird's groß. Ich fühl das. Und ja, die Staffel Baumi wird... Emotional. Also, es war wirklich bei uns Hashtag Emotional Damage. Also, das war eigentlich schon... Ja. Ich glaube, wer uns auf den hier Social Media Sachen verfolgt, Insta und so, da haben wir auch schon was zugemacht, oder? Ja, ja, da haben wir auf jeden Fall eine Insta-Story gemacht. Ist die, ja, okay, die ist schon da, ja, das war gerade meine Überlegung. Ich glaube, die müsste auch noch in den Highlights drin die sein. Gab's, die gab's schon. Also, ihr könnt das sonst nochmal, checkt das nochmal aus. Es ist hochdramatisch. Sehr, sehr emotional. Gute Nacht, Rayanato, vielen Dank, dass du da warst. Schlaf gut. Gute Dankeschön, Nacht. Gute Nacht. Ja doch, tatsächlich. Ja, wir haben da den Adas-Dreh und vielleicht haben wir da eine Frage. Ja, hat sich die Panik zumindest zwischendurch durch andere Gefühlslagen ersetzt? Ja, sie hat sich durch Emotional Damage ersetzt. Hier. Emotional Damage! So. Naja, das konnte man da so ein bisschen... Also das kommt da auf euch zu.
So, das Gefühl, Nora hat das vorhin schon so gut gesagt, das Gefühl nach dem Trailer schon trügt nicht. Ja. Das ist, das muss genauso, ihr sollt euch genauso fühlen. Auch wenn es mir, also aber es tut mir schon auch leid. Ne? Also bitte ja, bereitet euch ein bisschen drauf vor. Was ich trotzdem, also wo ich trotzdem wirklich froh bin, so, es ist eine sehr emotionale Staffel, aber man ist nicht alleine. Und das, ja, das ist, das fühle ich da sehr. Punkt. Ja, ja. Ja, und das stimmt. Ja, auch, wir werden dann auch im Live-Chat, sind wir auch nicht alleine. Und das ist, ich weiß nicht, es bringt einen halt auch näher zusammen. Also wirklich, ja. Das. Ja, ja, also Dungeon-Debatte wird es ja wieder geben. Ja. Das heißt, ihr werdet nicht alleingelassen damit. Wir werden nicht alleingelassen damit, wenn ihr ja so lieb seid und wieder einschaltet. Also das, ist, das wird gut. Es ist keine dann alleine gute, danach. Gute Reise, ja. Und habt ihr das schon entdeckt in der Beschreibung? Ich finde, da können wir auch nochmal drüber reden und Props verteilen. Wöchentlich. Hallo? Ja, wöchentlich? Das ist tatsächlich... Also... ja. Da freuen wir uns alle sehr drüber, ne, Alex? Das ist, ja, da freuen wir uns riesig drüber. Das ist ja lange, also es tut umgekehrt immer so weh, wenn man dann irgendwie die letzten Monate, fast Jahre sagen muss, ja, 14 Tage ist der Rhythmus, den wir irgendwie schaffen. Und weiß aber eigentlich im Hintergrund, wir wollten die ganze Zeit wöchentlich. Ja. Oder zweiwöchentlich, zweimal wöchentlich und keine Ahnung. Fünf, ja, also wir sind auch täglich, keine Ahnung. So, das ist so, da, und ja, das möchte man die ganze Zeit, muss natürlich trotzdem irgendwie verteidigen, so, hey, warum ist das für uns gerade die beste Entscheidung und warum ist das sinnvoll so? Und jetzt, also, wir gucken natürlich mal, wie das klappt, aber erstmal ja gibt es die Entscheidung, hey, wir bekommen jetzt wöchentlich wieder Folgen. Ja, ja, das ist so, also eben das mit den zwei Wöchen, alle, was? Alle zwei Wochen war es ja, davor. Das, ja, war jetzt nicht so, weil wir uns dachten, das wollen wir gerne. Fühlt sich so viel besser an. Ja, das ist das, was so, wir nee einfach wollen. Nee, so war das nie. Also, ja, und jetzt geben wir alles, damit wir schön wieder wöchentlich Party machen können oder füreinander da sein können. Ja, Baumi, ich fühle das sehr. Egal, ob Adast oder Demit, muss immer aufpassen, dass ich nicht weine und schwierig, wenn ich dann plötzlich weine, während ich in der U-Bahn oder S-Bahn sitze. Ja, wobei ich das gar nicht schlecht finde, wenn wir gesellschaftlich Wein einfach viel mehr normalisieren. Ja, das stimmt. Und wenn dich dann jemand schief anguckst, erzählst du einfach, hey, ich kenne da diese Serie, die finde ich einfach ja so emotional, das ergreift mich jedes Mal. Und dann tragen wir das ein bisschen in die Welt, dass man ja über Sachen, die einen bewegen, darüber Gefühle auch äußern darf. Ja, das ist so wunderschön gesagt. Das ist perfekt. Ich würde noch mal ganz kurz nach oben springen. Oh, Werbung. Ja, sorry, die kommt. How-to-Werbung. How-to-Werbung. Wir haben keine Ahnung, How-to-Werbung. Ich werde an der Stelle mal noch einmal kurz beantworten, dass ich nicht beantworten kann, wieso Adast heißt. Es hat einen Grund, das kann ich sagen an der Stelle. Ich kann es nur leider nicht verraten, weil es auch in die Lore von Adast eingebaut ist, wieso Adast heißt. Also, ihr müsst bei uns dann als Spiel, also die Spielenden müssen den Druck erfahren, das rauszufinden. Wir müssen alles geben. Ja, ja, das ist. Aber das sind tatsächlich so Themen, also da reißt ihr bei mir offene Türen ein. Wenn ihr anfangt, irgendwie auf dem Discord zu diskutieren, was die Göttersprache heißt, warum das heißt, ich liebe alles. Das ist einfach perfekt. Und also was mir tatsächlich, ich weiß gar nicht, das ist auch ein Ding, Ende Staffel 2 und vielleicht hat das Impact in Staffel 3. Ende Staffel 2 ist mir klar geworden, dass wir in Character da mehr investigieren müssen. Weil ja erst Ende Staffel 2 klar geworden ist, dass die ganze Symbole, die wir auf den Shirts tragen, ja in der Welt, die gibt es da, wir können da hingehen und uns die angucken. I can't. Ja, die Spielenden wissen nicht, was Adast heißt. Nee, wir haben sogar zugesagt. Wie kann auch die Göttersprache nicht? Das nicht zu googeln. Also wir wissen auch nicht, ob der Begriff in irgendwelchen anderen Zusammenhängen Bedeutungen hat. Damit wir also uns das irgendwie nicht vorwegnehmen, wenn es da irgendwelche, selbst wenn es so false positive Treffer wären, irgendwie, dass da nichts passiert. Nee, wir wissen das alle nicht. Wir müssen noch viel, viel lernen. Mhm. Ja. Also die Spielenden kennen weder die Göttersprache noch warum Adast heißt. Also
Wir haben halt einfach, ne? Die Welt ist groß. Die ist riesig, Leute. Die ist nicht nur groß, die ist riesig. Ja. Das ist so verrückt. Ha, sorry. Nee, ich wollte gerade nur sagen, ich habe gerade ein Flashback von der Szene von Staffel 3 gehabt, wo es auch um, um die Welt geht, wo wir auch was lernen. Und es ist lustig, finde ich. Meine gerade. Also, ich lieb's. Also das ist, fand ich auch wichtig vorhin bei dem Thema. Es wird sehr dramatisch, ihr braucht Taschentücher, alles schlimm, wir reden dann drüber und dann geht's uns wieder gut. Aber auch selber in den Staffeln gibt es total schöne Momente und total lustige Momente. Das ist für mich so das Große an der Geschichte, die sie da erzählen. Also es gibt so, ich bin da selber immer so Verfechter von, alle Emotionen sind die richtige Emotion. Also wenn man die ganze Achterbahn mitnimmt und komplett fährt und nicht nur halb oder ein Teil und keine Ahnung. Und das ist das. So, das passiert da alles. Bleibt nichts aus und es ist deswegen auch traurig, aber es ist auch schön und es ist ganz. Ja. Ich glaube, ganz ist mein neues Lieblingswort, auch wenn es nicht so schön klingt, aber mit der Bedeutung ist ganz das beste Adjektiv für die Staffel, glaube ich. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich nur so unterschreiben. Anne, Petra, hab eine Frage. Da ich selber DM bin, einfach, wenn ich selbst spiele einen NPC und irgendwas Emotionales los ist, dann manchmal selbst emotional mitgehe und verliere manchmal den Faden, bin ich da alleine? Nee, also es ist wirklich, gerade wenn Sachen super emotional sind, ist das auch bei mir echt schwer. Also ich kann jetzt ja nicht spoilern so richtig, aber wir kommen an Stellen und auch an Momente, wo auch ich wirklich einerseits ich fahre grundsätzlich jede Achterbahn mit der Emotion und auch die Achterbahn der einzelnen NPCs. Und wenn mehrere NPCs verschiedene Achterbahnen fahren, gleichzeitig, mache ich nur Loopings. Und das ist in der Staffel schon zum Teil richtig heftig gewesen, in welche emotionalen Loopings ich dann gleichzeitig gegangen bin. Und da kann man ich hätte genau das hinzugefügt, ja. Also ich erinnere mich in Staffel 3 an einige Situationen, wo du wirklich springen musst von... Also denn wir haben eine Achterbahn, wir haben Abfahrten, wir haben Auffahrten, whatever, und die befinden sich einfach exakt an gegensätzlichen Positionen. Ja. Und Petra spielt mit sich selber, weil die sich gegenseitig, weil sie sich miteinander unterhalten. Und das ist grausam schwierig. Also. Ja. Und ich kann auch wirklich, wenn hier alle anderen Achterbahn fahren, ich fahre grundsätzlich immer mit. Also wird ja, glaube ich, bei euch auch geschrieben, ne? Ja, also ich kann, das ist für mich wirklich so, ich wünsche ja wirklich allen Charakteren und den Spielenden am Tisch und der Welt eigentlich nur das Beste. Es klingt total komisch. Sehr schön gesagt. Es ist wirklich so. Es klingt total komisch, weil ich ja Probleme da reinschmeiße, die zum Teil so heftig sind. Du willst ja, dass wir sie lösen. Und ich möchte sie gelöst. Und ich kann auch einfach nur mitfahren. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man mal den Faden verliert und dann vielleicht auch mal, es ist ja genauso, wie es für die Spieler okay ist. Darf sogar neu ansetzen. Ja, genau, bitte. Man darf auch mal sagen, ich brauche jetzt mal ganz kurz. Mal einmal ganz kurz, also auch wir, ich meine, nach Taschentüchern wird bei uns auch gefragt oder auch mal mittendrin, also das ist das vollkommen... Also wir haben ja jetzt für die Serien, die ihr dann schauen könnt, den Vorteil, ihr bekommt nicht immer mit, wenn wir mal ganz kurz neu ansetzen, weil wir das im Schnitt natürlich lösen können. Ja. Aber das sind also Mechaniken gerade für die eigenen privaten Tische, das ist wahnsinnig wichtig. Also ich erinnere mich, ich glaube, das war nicht das, sondern damit, aber ich habe einige Situationen, wo ich einfach auch ganz blöd den Ton nicht treffe, den ich überhaupt in Character treffen wollte, weil was anderes ein Gedanke vorher durch meinen Kopf schießt, durch die so Tischsituation, der mich einfach völlig rauskickt. Und dann muss man irgendwie nochmal Luft holen und nochmal einfach von vorne anfangen. Mhm. Aber ja, es ist auch legitim, nicht nur legitim, es ist auch sehr normal, dass persönliche Achterbahnen halt auch noch mit reinspielen. Und da ist es aber auch das Gleiche, dass man, finde ich, da auch eben immer nach einer Pause oder auch Gesprächen oder sonst was fragen kann. Und irgendwie, es ist
immer okay, den Faden zu verlieren. Ja, und es ist auch bitte immer okay, da sind wir bei dem Punkt, erstmal schauen, dass es allen gut geht am Tisch. Bitte, ey, ihr könnt immer auch, wenn ihr eure eigenen Spielrunden habt, immer sagen so, nee, das geht mir zu weit. Wir versuchen immer abzuklären, so was für alle Spielenden am Tisch in Ordnung ist, auch von Inhalten her, ja. Aber es kommt was halt vorkommen darf. Ja. Aber du kannst es, selbst wenn du es noch so minutiös versuchst, vorzubereiten, kann es einfach passieren, dass es auch mal am Tisch zu etwas kommt, was irgendjemand emotional zu sehr, nicht zu sehr, einfach jemanden halt wirklich aufwühlt. Und dann soll es immer okay sein, Leute, dass man dann einfach sagt, nee, ich brauche jetzt hier mal eine Pause. Bitte nehmt euch das immer zu Herzen und versucht immer eine sehr, Safe Space ist das Wort dafür und ich finde gerade kein gutes Deutsches dafür, aber wir versuchen immer untereinander einen Safe Space zu schaffen. Wir sind natürlich wahnsinnig froh und glücklich, wenn wir den Safe Space zu euch nach außen tragen könnt und euch das so gut tut. Auch dir, Baumi, also vielen, vielen Dank. Das ist, dafür habe ich auch immer, da habe ich keine richtigen Worte für. Ich kann mich andersrum nur bedanken, es ist krass. Dass ihr unsere Serien schaut. Und dass ihr, weil ihr seid ja auch eben dieser Teil von diesem Safe Space. Ja, ihr seid also das. Das ist ein wichtiger Punkt, das geht in beide Richtungen. Also wenn ihr uns schreibt oder euch fühlt, hey, ich komme besser klar oder ich fühle mich gut, wenn ich euren Content schaue, dann geht es uns dadurch gut, dass wir das gemeinsam erleben können. Das geht so in beide. Ja. Einfach, in beide Richtungen am Ende. Ja, weil, es ist ein, 100%. Richtig, richtig schön gesagt, ja. Also da kann ich nur auch nochmal, das ist jetzt ein Sprung zu einem von unseren anderen Projekten, A Night of Promises and Blood. Das sind manchmal auch Entscheidungen, die wir... Alex? Das war ich absichtlich. Red bitte weiter. Okay, gut. Wir schauen noch gerne kurz dein schönes Ken-Counterfei an. Was wollte ich sagen? A Night of Promises and Blood. Die Kamera neu starten. Ja. Ah, okay. Dass ihr einfach so eine krasse Community seid und für uns so ein krasser Safe Space, dass auch wir uns für Sachen entscheiden, von denen wir vorher vielleicht auch nicht gedacht hätten, dass wir uns dafür entscheiden, sie so umzusetzen, wie wir sie dann umsetzen. Es ist halt einfach schön, weil sich hier alle irgendwie so gegenseitig Mut geben können und Kraft und Stärke spenden können. Es ist halt, es ist auch wirklich, es klingt vielleicht so, als ob, aber es ist wirklich so, jeder Kommentar bedeutet so viel, was halt einfach, keine Ahnung, Leute beschäftigen sich damit und finden es toll. Und es ist halt nicht selbstverständlich und es ist schön, dass man sowas teilen kann. Und wenn es euch viel bedeutet und uns halt natürlich auch und es ist, das ist einfach schön. Ja. Dankeschön. Hihi. Gruppenumarmung. Ja. Community heißt nicht umsonst so. Sehr gute Worte. Gruppenumarmung. Ja, es ist wild. Ich glaube auch, dass wir über die Zeit, die wir jetzt auch irgendwie unsere Pen-and-Paper-Serien drehen. Es hat sich nochmal irgendwie... Psst, hallo? Mein Handy ist... Ich mach's mal stumm. Was ist denn mit deinem Handy los? So. Also, wie beliebt bist denn du heute Abend? Okay, sorry, ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Sorry. Mach nichts. Ich komm mal wieder hin. Dass wir viel Pen and Paper. Ja, über denn? Die Jahre, also wir haben. Ich komme da wieder hin, es tut mir leid. Also ich hoffe, ich nehme dir da nichts mit vorweg, aber dein Anfang hat mich eher daran erinnert, dass ich gerne sagen würde, wir haben über die Zeit, die wir das machen, einfach irgendwie auch den Mut von euch bekommen, dass. Umzusetzen, was wir jetzt gerade zum Beispiel letztes Jahr alles gedreht und umgesetzt haben. Und da soll ja noch so viel mehr kommen und es soll so viel weitergehen. Und das ist so ein ganz bedeutender Teil irgendwie von dem Ganzen.
also was finde ich nochmal für deutlich, dass es halt nicht nur so eine Einbahnstraße ist, sondern einfach irgendwie, ja, da jeder dran beteiligt ist, dass wir jetzt zusammen den Content genießen können, den wir gerade haben. Ja. Ja, ich glaube, Alex, damit hast du es getroffen. Das ist halt auch einfach, ich meine, wir haben eben angefangen mit, oh, wir sind Studenten, wir können das einfach mal so machen, und je länger wir das halt machen quasi und je mehr wir ja quasi erwachsen sind, desto unvernünftiger wird das alles. Und zwischendurch, wenn man halt quasi realistisch denkt und erwachsen denkt, denkt man sich, eigentlich dürfen wir das alles nicht machen. Und dann wirklich, wenn man diese Gedanken hat und dann halt aber was von euch liest, dann ist es so, oh, nee, ist, nee, ich möchte gern noch unvernünftig bleiben. Lass mal unvernünftig bleiben. Ja. Ja. Das ist, ja. Vernünftig sein ist doch super. Ja, das innere Kind ist das Wichtigste der Seele. Das hast du sehr schön gesagt, ja. Also, ja. Ja. Einfach nur ja. Lasst uns das gemeinsam beschützen. Und ganz viel Liebe in die Welt tragen. Sagt sie zu das Staffel 3, aber ja. Ja, und es freut uns wirklich. Ja, aber irgendwo ist es ganz viel Liebe. Liebe ja, zu ja. der Geschichte, ja, in jedem Fall. Und ich finde es. Ist, also, es gibt so dieses, was vorne steht, das Äußere, was durchaus traurig, dramatisch, whatever sein kann. Aber wir kümmern uns ja drum. Also, wir, also ja. die Charaktere kehren um das, was passiert. Und das ist so die Liebe, die ja doch sehr präsent, finde ich, miterzählt wird. Weil es uns einfach nicht egal ist, was in der Welt passiert, was mit unseren, also da Freunden und Leuten passiert, die wir da kennenlernen. Ja, und das habt ihr vorhin auch so schön gesagt, das lösen wir zusammen. Das ist wirklich, also. Darum geht's in der Staffel. It's crazy, it's ultra, ich find's wild gerade. Aber ja, könnte man so beschreiben, dass das Herzstück der Staffel ist. Mhm. Weil wenn wir eben so viel spoilern dürfen, wir gehen da gemeinsam durch. Also. Das, ja, möchte ich schon mitgeben. Ja, was nicht unspannend ist, weil auch wenn wir gesagt haben, es gibt diese Stufen, erst losgehen, dann kennenlernen, während der Überfahrt und der Reise nach Hinterrack. Aber auch jetzt sind wir natürlich noch Charaktere, die nicht in allen Punkten übereinstimmen, die nicht einfach, also die nicht für sich entschieden haben, hey, wir sind Freunde, wir trennen uns nicht, sondern das ist noch so ein sehr fragiles System. Und es wird auf die Probe gestellt in der Staffel. Und ja, wir können uns einfach freuen, dass wir das zusammen machen. Ja. Und ich muss an der Stelle wirklich sagen, also ich habe einfach auch so ein verdammtes Glück mit euch Spielenden, also mit euch allen und mit euch in der Community, weil es so... Also, ich kann es nicht beschreiben, wie sehr mein Herz abgeht und rast vor Staffeln und wie sie, also auch zu jeder Folge, aber gerade auch in den Planungen, und es gibt halt so ein ja, es gibt noch so viel, was diese Welt hat und wohin sich halt der Plot auch bewegt, und es ist so heftig, dass ihr einerseits, also ihr und ihr da draußen, dass ihr das schaut und dass ihr das vor allem auch so annehmt, und wie ihr das gerade gesagt habt, dass ihr diese Problematiken und das alles auch wirklich einfach, ihr nehmt das an. Und das ist einfach, das ist unbeschreiblich, wirklich. Wie dankbar ich dafür bin, dass ihr das spielt und ihr das schaut, weil ich das nicht, also... Das ist halt nicht selbstverständlich. Nee, überhaupt nicht. Es ist nicht selbstverständlich, und ich kann es auch immer noch nicht richtig reflektieren, dass das irgendwie was ist, was
ja, was euch bewegt und euch da draußen bewegt und irgendwie was ist, wozu ich neue Kommentare lesen kann oder wo auch ihr dann sagen könnt, hey, wir haben irgendwie Lieblings-NPC-Charaktere oder Lieblings-Spieler-Charaktere, ich meine, das schließt sich ja gegenseitig aus, oder Lieblingsorte oder irgendwie, weiß ich nicht, dass ich ja, das Momente, alles... Momente, alles. Ja. Also, ich glaube, alles, ja, wir sehen immer mal wieder, dass euch Sachen halt irgendwie berühren und das ist unfassbar schön. Aber hier auch nochmal eine Erinnerung, wie viele Leute unseren Content sehen, die sich nicht durch Kommentare etc. sichtbar machen. Das ist auch, ja, auch hier. Danke an alle stillen Genießer. Und wir hoffen einfach, ja, dass wir ja eine gute Zeit euch bescheren können und ja, ein schönes Leben. Rot. Gut. Ja, ich sorge mal für den richtigen Arbeitsschutz jetzt hier an der Stelle, ne? Ja. Bei solchen Themen und bei so einem Sturz vom Turm braucht man den auch. Muss man mal ja, an der ja, Stelle einfach sagen, ne? Also hättet ihr alle solche Helme gehabt, wäre vielleicht auch besser mit einem, ja, was da gerade runterfällt. Hätten ja einen Helm auch so hochwerfen können. So. Ja. Das ist die Lösung. Alle haben einfach Helme auf. Kann nichts mehr passieren. Nehmen auch noch Trampoline und... Ja. Hüpfburgen und alles andere in der Art. Ja, also die Staffel. Ja. Ja. Aber Baumi, ich bin auch sehr froh, dass wir dir irgendwie in irgendeiner Art halt helfen konnten, mit Problemen besser umzugehen und so. Das ist, und ja, generell jeden, den man irgendwie auf dem Weg begleiten können. Ich meine, dadurch, also ich meine, unsere Staffeln, also unsere Abenteuer sind ja echt, sind schon Zeitspannen, ne? Und auch ja, jetzt die Videos zwischendurch und so und alles, es ist ja, wir haben ja jetzt doch, wir sind ja jetzt auch schon relativ lange auf Twitch, also die Zeit, die man gemeinsam verbracht hat, so, also das ist schon... Das ist schon immer was, ne? So, ja. Die Zeit vergeht dann doch plötzlich schneller als gedacht. Aber, ja. Oh, dankeschön für die lieben Worte. Ja, also es freut uns sehr, wenn sich das alles so echt anfühlt, weil ja, es ist beim Pen and Paper und auch generell, also fangen wir jetzt erstmal bei Pen and Paper an. Da ist es ja wirklich so, man muss sich ja irgendwie fallen lassen und verletzlich zeigen. Und das ist halt auch nochmal diese Angst, die immer mitschwingt, generell so als Künstler, einfach weil man so viel Herz reinsteckt, mhm, in etwas. Und es ist natürlich auch legitim, dass Leuten das vielleicht auch nicht gefällt und so. Aber es ist halt trotzdem, man, es ist schon ein großer Teil von einem selber, der da drin steckt. Und ja, das ist schon, ja. Ja. Das, glaube ich, macht's. Also, ihr seid halt einfach krass als Community, weil ihr uns so. Ja, das, ihr gibt uns ja halt auch so wahnsinnig viel und so viel Stärke dann da drin, wenn ihr so, ja, wir hatten es jetzt schon fünfmal, wenn man halt coole Kommentare kriegt, also so, hey, und es müssen noch nicht mal nur Kommentare, also es ist einfach alles, es ist eine Kombination aus irgendwie allem, also ich, ja, hab nicht die richtigen Worte, ich verstecke mich hinterm Helm. Ja. Und wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir den Content nicht aufhören, weil hier... Wir müssen bei der Prüfungszeit unterstützen. Da sind wir doch da. Ja, klar. Das klingt nach einem Plan, ja. Auf jeden Fall. Oh, wenn das heißt, dass du jetzt wieder Prüfungszeit hast, weiß nicht, ob das sinnvoll ist, weil jetzt schon ziemlich tief im Sommer, aber so oder so viel Glück. Ja. Und wenn du es hinter dir hast, feiern. Ja. Wie auch immer feiern für dich aussieht. Also da gibt es kein richtig und falsch. Oh, Little Links hat gerade Pause fertig geschaut. Oh, wie schön. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da auch sehr viel Spaß mit hattest. Oh, ich vermisse auch immer noch Spaghettos Skills einfach. Die finde ich ja so cool. Die wären jetzt vielleicht auch sinnvoll gewesen. Was? Wo? Hätte Spaghetto die Leute retten können? Ja. Ja. Ich glaube schon. Wo ist denn? Also, ja, komm.
Ernsthaft? Hätten wir einfach jetzt mal Spaghetto gebraucht an der Stelle. Also ich bin mir nicht sicher, ja. Aber ich hätte da wenigstens irgendwie Ansätze gehabt. Sogar zwei. Ich hätte zwei Ansätze für zwei Personen, die aus dem Turm fallen. Boah, Leute. Ja, das wär's gewesen. Ach, ja, Mann. Fast gilt, ne? Einfach mal. Spaghetto ist doch der Auserwählte, der kann alles, ja. Also das prinzipiell sowieso. Also ich hätte. Wow. Ja, aber wir haben ja auch eine Auserwählte. Also die muss das halt jetzt carryen so. Das ist eigentlich logisch, ne? Also ihr müsst eigentlich gar nichts mehr machen. Wir sind so, hä, Dean, bist du nicht irgendwie special? Mach mal. Danke. Ja, oder halt unsere lieben Götter. Also wenn es nach Dean geht, müssen wir sowieso nichts machen. Angeblich sind die ja so krass. Naja, mal gucken, was die Götter eigentlich so tun, ne? Ja, das... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Hilfe, was ist... So. Gut. Er dann sagte doch, man muss auch mal auf die Götter vertrauen. Ja, tun wir jetzt mal. Ich hatte auch irgendwann, hat irgendjemand geschrieben, so ja, und vielleicht wird Peanut ja zu Ray. Vielleicht ist Ray die ganze Zeit Peanut gewesen. Oder, ja, das war, glaube ich, gut. Die eine. Ja, oder halt, dass die Götter generell einfach mal sagen, ey, yo, wir machen mit. Ich finde auch Lou's Theorie toll. Unser lieber Riadon testet einfach nur was. Ja! In seinem Turm und guckt einfach mal, wie schnell die Leute da runterfallen würden. Ja. Ich darf keine weiteren Reaktionen dazu machen. Ja, ich versuche mich auch einfach mit allem zurückzuhalten, aber die Dummies, das ist schon, ja. Okay. Das Schöne ist, jetzt ist es ja schon fast soweit. Ja. Dass wir jetzt alle gemeinsam wieder das sehen können und uns wieder über alles unterhalten können. Oder zumindest immer nacheinander jetzt und wir decken alles nochmal so schön nacheinander auf, was jetzt gerade passiert ist. Heieiei. Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen oder so, die wir euch hoffentlich beantworten können? Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Aber... Ah, Spoilerino-Spoilerei. Oh, Peanut hat den Mondstein erhalten. Pokémon-Evolution, Peanut entwickelt sich zu Ray. Wie lautet Jayas Nachname? Tja. Können wir nicht antworten. Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Nächste Frage. I'm sorry. Dann auch sowas wie mit der Stute von Dean. Oh, mein Nachname ist Nachname. Jaya Nachname. Wer weiß. Tja. Ja. Ich freue mich. Ich feiere. Ich feiere. Wie Gnill einst sagte. Ja. Ich feiere. Ich freue mich wirklich sehr jetzt auf die neue Staffel. Jaya Halbtabaxi. Hattet ihr einen Moment, wo es auch mal einen Lachflash gab? Ja. Also ich weiß nicht, ob wir an dieselbe Szene. Also ich habe da so eine im Kopf. Anreihung an. Das war so. Ah. Ne? Oh, jetzt habe ich zwei, aber das verstehe ich gar nicht. Hä? Also ihr habt mich da was gefragt. Und ich hab so... Ah, das hatte ich vergessen. Und dann wart ihr so... Ja. Verstehst du? Die Alex, hast du noch was? Ich hab's noch nicht. Nee, ich hab's noch nicht. Aber ich erinnere mich trotzdem an. Okay, warte. So... Nee, darfst nicht. Also... Nee, da... Also... Die Pantomime. Hä, deine Pantomime habe ich jetzt selber gar nicht verstanden. Ich kann hier nicht genaue Sachen machen. Ach, doch. Ja, die habe ich. Okay, die habe ich. Sehr, ja. Okay, vielen Dank. Ich habe an... Oh, jetzt ist es gefährlich, ne? Pantomime oder...
Ja, aber das, also ihr könnt das ja als Spiel nehmen. Ja. Also es ist so, irgendwann in den Folgen werdet ihr diese Pantomime von Nora zuordnen können. Ja, sucht dann, sie! Ja, da müsst ihr ganz laut Bescheid sagen, jetzt habt ihr es. Ja, wenn diese Pantomime irgendwann auftaucht, wisst ihr Bescheid. Oh Gott, also daran muss ich denken, das war schon sehr lustig. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Verzweiflungslachen, das kann man so grundsätzlich sagen. Ja. Also das ist auch eine schöne, für mich in Pen & Paper neue Emotion gewesen, dass er wirklich so verzweifelt ist, dass es blieb nur noch Humor. Es war... Ist es mit so? Oder wann? Das ist, also das ist ein Teil, den würde ich gelten lassen, aber ich glaube, das hilft ja nicht. Okay. Aber das ist ein... Ach, ah, das ist gar nicht so leid. Aber das ist ganz viel so und so und so und. Ja, doch, wir sind in der Serie. Weil bei Lachen, da versuche ich durch Pantomime einfach nur so. Ich weiß nicht, ob das klar ist, aber daran denke ich. Und vielleicht passt das auch zu, werden irgendwelche Chips confirmed. Ein Quatsch. Werden irgendwelche Chips confirmed? Also, es gibt auf jeden Fall, also das ist jetzt vielleicht nicht Lachflash, aber ich erinnere mich an ganz viel, was so eine brillante Situationskomik betrifft. Ja. Also da sind, ich glaube, das kann kein von uns konnte das ganz loslassen. Das ist alles, eigentlich ist alles stressig und dramatisch, aber irgendwie sind die richtigen, die Sachen haben die richtige Farbe, stehen im richtigen Ort. Ich hab, also so, ich weiß nicht. Und insgesamt, sagen wir mal so, confirmen würden, werden wir halt erstmal vielleicht, keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber insgesamt hat es alles sehr viel Potenzial für irgendwelche Compilations und diese Mashup-Videos, I don't know, für so ein und guck mal, wie der da und die da und das da und bla und wie sie ja, geguckt also haben. Chips, wisst ihr ja, machen uns schon immer die ganze Zeit sehr, sehr viel Spaß. Und es gibt Futter, Leute. Ja, es gibt Futter, sag ich mal so. Richtig viel Futter. Ja, es gibt, da dürfen wir doch mal, also ja. Ja. Also das ist. Ja, es ist eine Staffel voller. Ja, also. Da gibt's. Sagen wir mal so, da gibt's. Da gibt's Vibes. So. Adas-Gruppe von den. Moment, also, wem würdet ihr aus der Adas-Gruppe von den Charakteren euer Leben anvertrauen? Mit wem würdet ihr einen Roadtrip machen? Und mit wem würdet ihr. Was? Und wen würdet ihr beim Umziehen helfen? Also, ich würde dir Tilion beim Umziehen helfen, damit ich dabei noch parallel ganz viel erfahre, was du so. Okay. Das würde wahrscheinlich Kato auch antworten, weil dann kann er die Füße. Alleine um. Ich habe überlegt, Dean beim Umzug zu helfen, weil da müsste ich am wenigsten tun. Ach so, ja. Fair. Also, das wäre relativ easy, glaube ich. Wem würde ich mein Leben anvertrauen? Also ich... Roadtrip kommt auf den eigenen Mut drauf an. Ich glaube, manchmal hätte ich Lust auf einen Jaya-geführten Roadtrip. Oft nicht. Also... Ja. Das muss man dann in der Situation entscheiden. So. Oh. Leben anvertrauen, das ist halt tricky und geht auch in viel da rein, was wir noch erzählen müssen in der Staffel. Ja. Also bei beiden Fragen schwanke ich halt zwischen Kato und Dean, weil ich gehe ja mit dir umziehen, das ist ja klar, wie Kloßbrühe. Ja, Lou gefällt mir aber auch mit Tidion Roadtrip hätte nichts mit Straßen zu tun. Ja, das ist cool. Bester Roadtrip. Aber du hast ja auch Leute als Feinde. Also weiß ich nicht. Ich hab Leute als Feinde. Ja, besser als Monster als Feinde. Oder. Bin mit allen Fischen firm. Ellie ist die Antwort auf alle drei Fragen. Das ist wahr.
Ah ja, Kreuzfahrt nach Lippmarkand. Ja. Ja, das hättet ihr gerne. Ja, schon. Ja, nee. Oh, mit wem würdet ihr in eine WG ziehen von den vier, wenn ihr zwei aussuchen dürft? Boah, das ist wie. Weil ich finde, wir haben ja auch schon so ein Weihnachtsbild, wo wir zu viert backen. Oder denke ich mir so, ist halt so. Ja. Man muss halt, also klar, wir müssen ja erstmal so, also wir sind ja wirklich vier sehr unterschiedliche Charaktere und die müssen halt irgendwie ja, miteinander warm werden und so. Und da finde ich, da sollte man die vier einfach wirklich konsequent in eine WG stecken und dann müssen halt schauen, wie sie klarkommen. Also. Aber kommen wir da, also als Freunde oder also ich weiß es nicht. Könnte sich in beide Richtungen entwickeln. Ja. Aber ich sehe da schon. Ich sehe es schon positiv. Ich sehe da schon Potenzial. Ich glaube. Wenn WG-Leben ist wirklich anders als auf ein Abenteuer gehen. Aber ne? Wer würde am wenigsten aufräumen? Wer. Jaya? Ich habe mal schon gleich so nach links geguckt. Wer würde das beste Essen machen? Wo haben wir eigentlich mal irgendwann thematisiert, wie wir mal so Essen kochen? Zubereitet? Hat irgendwer von uns mal? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Nee, ihr habt bis jetzt zusammen noch kein Essen gemacht. Das also aber ja. Wir sind sehr gut da drin, Essen zu bestellen. Also, oder zu klauen. Ja, also, was das angeht, aber vielleicht ist das ein Indiz. Kato hat ja Schnitzel bestellt. Das war uns ja allen völlig unbekannt in dieser Welt. Also deswegen würde ich an sich sagen, dass Katos Kochkünste uns vielleicht alle überraschen. Ja, stimmt. Das kann Kato stabil einfach sein, krass, ja. Ja. Ja, ich denke tatsächlich, also das wäre auch so, also aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, dass Dean besonders gut kochen kann. Ich glaube wirklich, Dean kann, nee, überhaupt nicht. Also ich kann ihn nicht mal begründen, warum, aber ich... Die hat anderes zu tun. Ja, sie hat wirklich anderes zu tun. Andere Dinge sind so viel wichtiger als. Ja. Also, das überlassen wir natürlich am Ende Celine, ne? Ist euch klar, das sind jetzt unsere, für euch da draußen. Das sind nur unsere Ideen. Ja, ja, das ist nur. Wer weiß. Aber ja, ich wäre bei euch. Jetzt nochmal zum Aufräumen in der WG. Also, wir können auch ganz sicher davon ausgehen, dass bei Jaya und Ellie aufgeräumt hat. Ja. Also. ja. Ich überlasse das Kochen den Göttern. Aber ohne Magiemünze. Das klingt schon fast so. Es könnte auch so, ja. Meinst du etwa Magiemünzen? Nee. Ja. Dean ist aber die ordentlichste, die pflegt sogar ihre. Ja, die Waffen? Die sind bei Stute ihr kocht. 1000%. Was? Die Stute kocht? Ganz ehrlich, die ist so MVP. Natürlich tut sie das. Dean kocht. Ja. Ja. Ich habe gerade nur ins Intro gedacht, wo man sie vorne das Schwert schleifen sieht und im Hintergrund ist Stute. Wieso? Oh, okay, mach ich halt jetzt hier. Die hat ja eigentlich schon die ganzen Zutaten schon mal gepflückt. Ja, ja, die Kräuter, war da eigentlich schon dabei. Ja. Die Suppe ist eigentlich fast fertig. Haben der, Standard, die das, der Standard ist ja auch gar nicht so hoch. Also anderen Leuten wird die Suppe zu nass. Da kann auch eine Stute kochen. Das ist eigentlich kein Problem. Ja, ja, da wird eine Suppe nass. Aber da müssen wir noch von ausgehen, dass die ja erstmal so total abgekokelt ist in meinem Kopf, die Suppe, weil sie zu lang auf dem Herd stand. Und dann ist das so. Und deswegen, ein... Ja, aber auch über eine abgekokelte Suppe müssen wir nochmal sprechen, wenn es um Qualitäten beim Kochen geht. Also, ich weiß nicht. Denken wir, dass wir allesamt besser kochen können als Frau Frostbart in dieser Situation? Ja. Schon. In der Situation, in der sie sich befunden hat. Ist halt auch fies. Ja, okay, mit dem emotionalen. Ja, wahrscheinlich nein. Ja, nee, okay. Ja, jetzt verstehe ich die Frage. Angebrannte Suppe, das ist doch eine Delikatesse. Ja, also bei Frau Frostband, die wollte die tatsächlich nicht so. Ja. Aber die kam dann so raus. Ja. Und keiner ist zum Essen geblieben. Stimmt. Also, aber die war auch gar nicht für uns. Naja, war ja, eben, wir wollten ja auch damit keine Umstände machen. Also nee, das, das fand ich ganz okay. Nee, ja. Nee, wir haben nur ihren halben Dachboden auseinandergenommen. Ja. Passt ja. Mal alles einmal durchsucht. Frau Frostbart kocht so gut wie Winnie. In dieser Situation. Ja. Wer kocht besser, Winnie oder Dean?
Ich glaube tatsächlich Dean. Ja, dann, ich denke auch dann Dean. Also, Winnie würde ich auch unter Frau Frostbeard ganz sicher einordnen. Ja, Winnie hat andere Qualitäten. Ja. Okay. Also, Winnie... Joe kann gut damit. Oh, das ist auch noch eine spannende Frage. Wenn ihr eine D&D-Zauber als Münze im echten Leben haben könntet, welche wären eure Top 3 Entscheidungen? Wir hatten ja noch nicht, ich habe noch nicht so viel gezaubert in meinem D&D-Leben. Folglich kenne ich sie noch nicht alle. Ja, kommt ja auch noch hinzu. Ich weiß ja gar nicht, was Petra alles zulässt für das als Zauber in Münzen. Aber, ja. Also ich finde schon mal, die Sparkles sind essentiell. Ich glaube, grundsätzlich hätte man damit am meisten Spaß. Aber wenn wir davon ausgehen, dass man die Münze verbraucht, ist es dann doch schnell sehr lame gewesen. Also, Wish. Ich habe auch an Wish gedacht. Ja. Wish ist natürlich crazy. Und prinzipiell Levitate wegen Erfahrung. Einfach immer mal dabei haben. Ja. Falls mal Leute vor dir aus dem Turm fallen, Das ist natürlich Ding. Und hier, würde Jaya Winnies Essen essen? Nein. Nein, Jaya isst nicht alles. Ich liebe, also ja, sie würde es vielleicht probieren und dann... Ich liebe wirklich, wie du es beantwortet hast gerade, also... Timestop wäre auch cool, ja. Ah ja, und alles, was mit Teleportation zu tun hat, ist sowieso... Also eigentlich Teleportation ist echt auch das, also die Erwachsenen-Superkraft, sind wir ganz ehrlich. Also von wegen hier unsichtbar sein, fliegen, alles früher super cool gewesen. Aber jetzt, ich will einfach nur sofort da sein, wo ich hin will. Ja. Das wäre so fantastisch. Und ich würde so viel schaffen. Ja, boah, man hätte Teleportation ist es. Ja. Stell dir mal vor, wie viele Serien wir drehen könnten, Leute, wenn die Leute nicht auch dazwischen so Reisezeiten und so hätten. Mhm. Also. Aber der Weg ist doch das Ziel. Ja, aber oft ist das Ziel das Ziel. Also. Nein, wir müssen das natürlich richtig framen. Du hast recht. Aber, also, der symbolische Weg würde dann am Ziel stattfinden. Das wäre okay für mich. Tja. Ja, abschließend, wie können wir denn abschließend jetzt mit diesem Trailer verbleiben? Schaut ihn euch gerne einfach ein paar Mal an. Mhm. Wir freuen uns. Oder wollen wir ihn noch mal anschauen? Genau. Ah ja, wollen wir den noch anschauen? Ach ja, wir können ihn noch anschauen. Wollen wir den noch mal anschauen? Wir schauen ihn jetzt noch mal an. Weil ich würde schon gerne, also vielleicht ein bisschen jetzt, Ich bereite das mal kurz vorher. Ja, mach das gerne. Ich hätte schon Lust, so ganz first hands ein paar Reaktionen von euch dazu zu hören. Wäre schon toll. Von wem euch? Also, unseren Zuschauenden. Ja, also, okay. Aber eure will ich natürlich nicht hören. Also, okay, also wir sind nichts sagen. Ja, auf jeden Fall. Hilfe. Falsch. Genieße die Show. Habt ihr das schon gehört? Genieße die Show. Nächste die Show. Also, ja, habt ihr den Ton. Okay, ich habe den Ton noch nicht. Okay. Nein. Ja, Trailer. Genau, auf jeden Fall, der Trailer ist sehr gut, um sich in die richtige Mut zu versetzen. Und ja, es wird auch Lichtblicke geben und Sonnenschein. Aber prinzipiell müssen wir jetzt stark sein und wir sind alle füreinander da. Und ja, seid auch gegenseitig gern füreinander da und alle samt, wir passen aufeinander auf, wenn wir in the drama rein dingsen und möglicherweise einen Trailer sehen. Fängt ja schon mal gut an mit einem Bild von Jasmin. Das hat es auch noch nie gegeben. Habt ihr schon mal einen Trailer von uns gesehen, wo es schon Bilder in dem Trailer gab? Ich nicht. Ich schon. Auf. Hab ich was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Nee, der mit Staffel 3. 2, 3. Aber das war doch der Teaser, oder? Ah, das war dieser Teaser.
wo... Das war ja nicht... Also in den Staffeltrailern hatten wir doch noch keine Bilder. Oder? Nee, stimmt, im Trailer... Also existierte sorry, noch du nicht. Hast recht! Cut, cut, cut! Also es gab mal dieses Promo-Bild, aber yeah. Alex hat vollkommen recht, wir haben hier ein Bild-Bild. Aber also hier im Chat heißt es auch doch bei Dammit, vielleicht bin ich falsch. Und die Dunkellilie. Die Dunkellilie war aber auch nur im Teaser, ne? Ja, wir sind gerade sehr haargenau so. Trailer-Teaser, ne? Ja. Nee, ich mach also wir haben also die Dunkellilie, genau, die Dunkellilie haben wir mal im Teaser gesehen zur zweiten Staffel von The Dust. Und wir haben mal ein Bild von einem von den Charakteren so vorgezeichnet gesehen in einem Teaser. Das war auch ja nur eine Vorzeichnung. Ja, schwarz-weiß mit Träne. Das war Teaser, meiner Meinung nach. Das war auf jeden Fall dieser. Ja. Also hier uns nochmal zu sagen, was wir auf jeden Fall recht haben, ist, im Trailer gab es das noch nie. Ja. Ja. Ich glaube auch, also vielleicht habe ich mich selber bei mir geirrt, aber ich dachte, jetzt habe ich mich völlig verrannt, sorry. Mir geht es darum, die Bilder sind toll und wir sehen sie jetzt schon. Ist mir so egal. Ja, ob man die schon mal... Ja. Guck doch hin, das ist toll. Ja, also wir sind wahrhaftig Wen sehen wir denn da? Ja. Weiß ich nicht. Wen sehen wir denn da? Wir fragen euch ab, wer ist das denn? ja, Beholder ist es nicht. Ja. Ich lasse den mal einfach so spielen, ja, oder? Ja, spielen sie. Ja. Latalas ist hier! Wir haben sie hochgeschickt. Tut mir so leid. Wir haben zwei Reliquien. Es ist meine Schuld. Du bist der Schlüssel. Hörte, was hast du gesehen? Ich würde es nicht ertragen, wenn wir es nicht probiert hätten. Dean, warum? Und wo sind sie jetzt? Die müssen einen Plan haben. Ich bin es so satt, Leute zu opfern für das größere Wohl. Hast du mir... Ich wollte so cool am Ende stehen bleiben und jetzt nein. So. Ja. Was, ja. Ich habe jetzt auch gerade Dinge gehört, die kannte ich vorher noch gar nicht. Tja. Aha, da fällt einem schon auf. Ich glaube, Tilion fehlt auf dem ersten Bild. Aha, aha. Interesting. Interesting. Vielleicht hat das noch was zu bedeuten. Was mir gerade noch neu aufgefallen ist, am Ende das Logo wabert, wie bei großer Hitze. Emotional Damage Trailer, aber wunderschön. Ja, also das ist tatsächlich da hinten am Wabern. Das ist sehr, 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 sehr richtig hier. Ich liebe es auch, wie du es schon richtig sagst. So satt. Wabern. Ja, es wabern. Ja. Ja, Tilion einfach Fahrstuhl genommen, die anderen laufen. Ja, ja. Wer weiß. Das finde ich eine gute Theorie. Ja. Das ist wirklich valide. Das ist natürlich. Ja, wir machen mal nochmal die Schnellanalyse durch. Ne? Also hier haben wir dann noch, wir sehen Dean. Davor war natürlich Jaya, da sehen wir Kato und eine Treppe. Und dann sehen wir irgendwie eine Treppe, ja. Mhm. Ja. Tilion ist der Turm. Ah. Und dann haben wir... Tiefe Treppe. Tiefe Treppe. Da will man nicht Treppe. Da will man nicht runterfallen. Tja. Tja, dann haben wir hier natürlich... ja, nochmal die Problematik, damit es auch keiner vergisst. Wir haben zwei Reliquien. Ja, müssen wir nochmal zusammenfassen. Wir haben zwei Reliquien. Ich liebe das wirklich so. Ja. Wir haben zwei Reliquien. Ich weiß. Jetzt schon gesagt. Aber Dean hat das richtige Radiergummi. Ja, vom Bipping Mistakes. Das ist wirklich Celine auch immer ein Anliegen und ich liebe es. Es steht hier seit Staffel 1. Und sie möchte es immer da haben. Also vielleicht findet er irgendwann auch mal noch seinen Einsatz. Der Kommentar von Jaya bezieht sich auch bestimmt auf Hatel oder an Jaromir. Es wird nur geschrien. Wir wissen es nicht. Was haben wir denn? Man munkelt nur. Achso, das Latalas ist hier!
Also einmal Lata, lass es hier, excuse me. Wir, seit Staffel 1 sind wir so... Irgendwo ist auf jeden Fall Latalas. Er ist hier. Werden wir auch ihn erwischen? Was ist dieses Tier? Ist es eine Fatorgana? sehen wir ihn nur ganz weit weg und dann gehen wir hin und weg ist er? Oder was? Und hier die richtige Frage. Aber welcher Latalas? Ja. Es gibt ja zwei. Auch ein wichtiger Punkt. Oder mehrere. Einfach ein dritter. Und das hier ist ja auch fragwürdig. Ist das hier in Hinterrack oder ist das hier in Destria oder hier auf dieser Welt? Also hier ist nicht so nah, wie es klingt. Ja. So. Ja, das könnte jetzt überall sein. Dean, wir haben sie hochgeschickt. Dean, ja, könnt ihr nochmal genau hinhören, ob das hier ein so ein unglaubwürdiges oder so ein bestätigendes hier ist. So erst hier oder erst hier? Irgendwie geht's nochmal um Latalas, aber den haben wir ja schon seit Staffel 1 irgendwie in unserer auch Geschichte drin, ne? Mhm. Es bleibt. Wir haben zwei Reliquien. Das ist meine Schuld. Du bist der Schlüssel. Wer ist der Schlüssel? Was? So wer ist der Schlüssel? Latalas liegen. Latalas liegen. Ja, und es wird einfach immer schlimmer. Ja. Annie ist der Schlüssel. Sowieso, generell für alles. Well, excuse me. Das ist eine gute Antwort. Der Schlüssel ist der Schlüssel. Ja. Karte, was hast du... Also Nora, da weiß ich nicht, waren gerade zu viele Zwiebeln am Set? Ja. Hm. Dann haben wir noch Jaromir ist der Schlüssel. Jaromir hat auf jeden Fall sehr viele Schlüsselfunktionen in Staffel 2 übernommen, dass wir überhaupt da sein können. Sie also, hat euch zumindest durch die Wüste gebracht. Schlüssel. Das ist schon mal was gewesen. Ja. Gesehen. Ich würde es nicht ertragen, wenn wir es nicht probiert hätten. Dean, warum? Und wo sind sie jetzt? Wir müssen einen Plan haben. Das ist wahrscheinlich Petra an Petra. Die muss doch einen Plan haben! Du bist doch die Wo ist der Plan? Das stimmt schon, das ist schon frech, wenn der DM selber sagt, die müssen doch einen Plan haben. So satt, Leute zu opfern für das größere Wohl. Achtung, Achtung! Okay. Oh, die Blutjaspis hat einen Plan. Und der Ring ist der Schlüssel. Davon ist auszugehen. Irgendwas machen die auf jeden Fall. Ja, die müssen doch einen Plan haben. Oder machen die einfach alles. Ich meine, gut, so. Ja, vielleicht sind die so verloren wie wir. Aber deswegen ist es uns unmöglich, ihren Plan zu entschlüsseln. Ja. Und sie können auch einfach willkürlich sein. Das kann auch sein. Also bei manchen Dingen. Wahrscheinlich nicht bei allem, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie einen Plan haben. Aber insgesamt traue ich ihnen auch zu, dass sie vielleicht willkürliche Dinge tun. Aber I don't know. Vielleicht in der Phase, wo sie sich jetzt gerade befinden, ist das zu risky, irgendwelche unkontrollierten Dinge zu tun. Keine Ahnung. Ah. Die Blutjaspis, die... Die sind auf jeden Fall in dieser Welt, die Blutjaspis, und sie machen. Sind auch dabei. Sie sind auch dabei, sie machen Dinge. Und Petra ist der Schlüssel und sie hat einen Plan. Ja. Pina ist einfach der Schlüssel. Ja. Ja, klingt nicht falsch für mich. Also. Nee. Es ist halt generell, also egal was sie schreibt, was und wer der Schlüssel sein könnte, ich denke mir so, ja, einfach zu allen. Latalas ist auch der Schlüssel. Also wirklich alle, die Flick Fleur ist auch der Schlüssel. Schnell zurück. Tja, also mit diesem Trailer, ihr Lieben, bleiben wir jetzt. Ja. Wer könnte nicht der Schlüssel sein? Ja, das ist so, eigentlich die Frage. Sollte man mal fragen, wer ist denn überhaupt nicht der Schlüssel? Ja.
Das ist auch eine unfassbar schwierige Frage. Mhm. Also wir können es ja nicht mal von Yappa Tortellos behaupten. Ja, nee. Tja, was macht der denn eigentlich? Das weiß auch ja auch keiner so genau, ne? Wer ist nicht der Schlüssel? Aber es ist echt... Was macht Yappa Tortellos? Ob wir ihn jemals wiedersehen? Das kann auch keiner so richtig beantworten. Nee. Aber ich finde, ich mag die Frage, wer ist nicht der Schlüssel? Weil es ist schon irgendwie... Ich, so schnell, also ich, mir fällt keiner ein, der keinen Schlüssel ist. Das kann man auch zu niemandem sagen, der sich in der Welt bewegt. Nee. Schon... Es klingt generell zu irgendjemandem zu sagen, sorry, aber du bist kein Schlüssel. Also eigentlich ist wirklich jeder ein Schlüssel. Das ist schon hart. Also zu jemandem zu sagen, du bist kein Schlüssel, ist übel. Ja, also ich glaube wirklich, jeder auf dieser Welt ist ein Schlüssel. Ist ein Schlüssel, ja. Wir sind alle Schlüssel. Ja. Mui. Das finde ich, wenn ihr irgendwas von heute Abend behaltet. Ja. Wir sind alle Schlüssel. Alle sind Schlüssel. Du und Schlüssel. Und mit diesen wunderschönen Worten zum Dienstag, den Dienstag. Vielen herzlichen Dank nochmal an euch alle. An alle euch lieben Schlüssel. Ihr seid alle die Schlüssel. Ja. Tschüssel, ihr Schlüssel. Ganz schön. Ja, neuer Diss, nächste Staffel. Du bist kein Schlüssel. So, Staffel 4. Du bist kein Schlüssel. Sorry. Ja, damit wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Wir werden uns die Woche bestimmt irgendwann nochmal zum Streamen sehen. Das findet ihr dann angekündigt, natürlich. Ja, sehr. Sonst die Woche. Der Trailer ist jetzt da. Was sonst noch zu erwarten ist diese Woche, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Aber mindestens das, was auf der Road to Adust steht. Genau. Im Community-Post oder auch auf Discord oder überall, wo es ist. Da kann man doch mal nachlesen. Als nächstes müsst ihr eigentlich die Pre-Show. Jawohl. Ich am Pre-Show kommenden Dienstag. Nächste Woche Dienstag. Das heißt, wir sehen uns wieder nächsten Dienstag, Leute. Ja. Dann nähern wir uns mit großen Schritten der ersten Folge. Dann Staffel 3. Oh Gott. Mein Herz klopft da ja auch schon so ein bisschen. Also das, ein ganz kleines bisschen. Ja, das wird dann ganz schlimm direkt vor der Premiere. Ich weiß es jetzt schon.